Hallo, also ganz herzlich willkommen bei dieser Playliste über Differentialgleichung. Und in dieser ersten Folge, also schreibe ich mal 1, Folge 1, geht es darum, ja, was sind das eigentlich? Also große Fragezeichen, was sind Differentialgleichungen? Und weil es dazu ziemlich viel zu sagen gibt und das eine längere Angelegenheit ist, habe ich hier quasi eine Tabelle vorbereitet, bei der ich Gleichung und Differentialgleichung mal ein bisschen miteinander vergleichen will. Also, das erste ist natürlich erstmal ein Beispiel. Gut, also bei Gleichungen wäre das zum Beispiel x Quadrat plus Cosinus x gleich Wurzel x. Okay, was sucht man da? Man sucht eine Zahl x. Die ist normalerweise eine Zahl, also eine reelle Zahl. Und ja, gegeben ist eigentlich nichts weiter und die Lösungsmenge ist eben eine Zahl oder mehrere Zahlen, also Zahlen. Und wie viele Zahlen die Lösungsmenge enthält, hängt ein bisschen davon ab, welchen Spezialfall an Gleichung ich betrachte. Also es gibt zum Beispiel Spezialfälle, das wären die Polynome vom Grad 3, sagen wir mal, dann hätte ich drei Lösungen höchstens. Drei Lösungen höchstens. Und das wäre zum Beispiel ein Polynom vom Grad 3, wäre zum Beispiel x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 7x gleich 8. So, jetzt machen wir das gleiche mal für Differentialgleichung und kriegen damit vielleicht einen ersten Eindruck, was so der Unterschied ist. Also eine Differentialgleichung würde jetzt so aussehen, zum Beispiel y' plus 3y plus x gleich 0. Und y wäre in dem Fall eine Funktion in x. Und also man könnte es auch schreiben, zum Beispiel dy nach dx plus 3y plus x gleich 0. Und was ist gesucht? Gesucht ist eine Funktion y. Also y ist keine Zahl, sondern eine Funktion, die irgendwie ein Intervall der reellen Zahlen auf die reellen Zahlen abbildet. Also das heißt, das kann man sich auch aufzeichnen. Also wenn hier die y-Achse ist und hier die x-Achse, kann ich normalerweise eine Funktion so einzeichnen, indem ich hier irgendwie so, ja, eben ein y in Abhängigkeit von x. Sieht dann irgendwie so aus. Und jetzt gibt es hier auch sowas wie den Grad bei Polynomen. Und hier ist das eigentlich das bestimmende Merkmal, ist die Ordnung. Das heißt die Ordnung. Das wäre hier von der Ordnung 1. Und die Ordnung ist die höchste Ableitung, die in der Differentialgleichung vorkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel y2' gleich minus y habe, dann wäre das von der Ordnung 2. Und so weiter. Es ist so, dazu kommen wir vielleicht später noch, dass man Differentialgleichung höherer Ordnung oft zurückführen kann auf Differentialgleichung niedriger Ordnung. Wir sagen vielleicht später noch was dazu. Also jedenfalls beschäftigen wir uns erstmal mit Differentialgleichung erster Ordnung. Und da gibt es dann noch ein Merkmal, was eigentlich recht wichtig ist. Also eine Differentialgleichung heißt explizit, wenn nach der Ableitung höchster Ordnung aufgelöst ist. Also hier könnte ich sie auch explizit schreiben. Explizit wäre dann y' gleich minus 3y minus x. Und warum ist das von Bedeutung? Also explizit heißt eine Differentialgleichung, wenn ich sie so schreiben kann, y' ist gleich eine Funktion groß f von x und y.
warum ist diese explizite Form von Bedeutung? Ja, eigentlich hilft sie uns, die Differentialgleichung geometrisch zu verstehen. Und zwar, also ich kenne ja die Funktion Y nicht, die durch diese Differentialgleichung bestimmt ist, aber was ich an dieser Gleichung hier sehe, ist, ich kann, wenn ich jetzt einen We Punkt in der Ebene habe, also zum Beispiel hier so einen Punkt, ja, XY, dann kann ich mit dieser Funktion die Steigung in diesem Punkt berechnen. Also nehmen wir mal an, x wäre hier an diesem Punkt ja, 1, dann, und y wäre hier auch 1. Dann könnte ich das hier einsetzen in diese Gleichung und würde bekommen, die Steigung ist minus 3, also ist minus 3 minus 1, ist also minus 4. Das ist also eine recht steile Steigung. Also vielleicht so sieht das hier aus. Und damit würde ich schon sehen, dass ich hier diese Funktion sicher falsch gezeichnet habe. Denn diese Funktion hat hier eine ganz andere Steigung. Also ich habe jetzt hier nochmal alles wegradiert. Und also wenn ich jetzt diese Funktion hier benutze, dann bekomme ich eben für jeden Punkt, die Steigung der Lösung. Also hier vielleicht so. Ich rechne das jetzt nicht wirklich explizit aus, sondern denke mir einfach aus, wie das aussehen könnte. Könnte hier ja steiler werden. Und hier vielleicht wieder so ein bisschen waagrechter. Wie auch immer. So. Sagen wir mal, wir sind fertig. Und also so ein Feld, so ein Steigungsfeld, das nennt man genauer Richtungsfeld. Kann man für jede explizit gegebene Differentialgleichung erster Ordnung ausrechnen. Und also kann man auch mit dem Computer zum Beispiel ausrechnen. Und dann macht der Computer in etwa das, was man als Mensch auch machen würde. Also wenn man sich dieses Richtungsfeld hier so ansieht, dann hat man schon irgendwie eine Idee, welche Kurven oder welche Funktionen hier gut durchpassen würden. Okay, man fängt einfach irgendwo an und versucht eine Kurve zu machen, die in etwa diesen Steigungswerten entspricht. Also vielleicht hier so, hier so und hier vielleicht so. Das wird jetzt irgendwie, werden so leicht kreisförmige Kurven oder Funktionen hier. Okay, und man erkennt die Natur der Lösungsmenge, nämlich die Lösungsmenge einer Differentialgleichung ist nämlich eine ganze Schar von Funktionen, also nicht nur eine, und zwar eine parametrisierte Schar von Funktionen. Also parametrisierte Schar von Funktionen. Beziehungsweise eine parametrisierte Schar von Kurven. Und Funktionen sind es immer dann, wenn die Differentialgleichung explizit gegeben ist und wenn sie wie hier oben implizit, also das nenne ich hier implizit, wenn sie nicht nach der höchsten Ableitung aufgelöst ist, dann entspricht sie eigentlich einer Schar von Kurven. Und ich will jetzt nur am Schluss noch mal ganz kurz zeigen, dass auch das Umgekehrte gilt. Also wenn ich jetzt eine Kurvenschar in der Ebene habe, zum Beispiel Kreise um den Nullpunkt, nehmen wir uns mal diese Kurvenschar hier, dann hat die Gleichung, also hier ist die x-Achse, hier ist die y-Achse, dann hat die ja die Gleichung x² plus y² gleich Konstante.
Und das ist nämlich dieser Parameter, deswegen parametrisierte Schar von Funktionen oder Kurven. Also von dieser Kurvengleichung kann ich auch auf eine Differentialgleichung kommen. Und das will ich mal kurz vorführen. Ja, dazu müssen wir die Gleichung ableiten und dann versuchen, die Konstante zu eliminieren. Also das wäre hier 2x. Und hier muss ich die Kettenregel anwenden, also plus 2y, y'. Und die Konstante fällt beim Ableiten weg, also gleich 0. Okay, das kann ich schöner schreiben. Dann bekomme ich hier y, y' gleich minus x. Okay, und damit sind wir schon fertig. Ja, und was wir hier erhalten haben, ist eine implizite Differentialgleichung, keine explizite Differentialgleichung. Daraus kann ich aber eine explizite Differentialgleichung machen, indem ich nach y' auflöse. Das wäre dann also minus x durch y. Und diese explizite Differentialgleichung ist eben überall definiert, außer bei y gleich 0. Da ist sie nicht definiert. Ja, die Lösung dieser expliziten Differentialgleichung sieht dann auch bisschen hässlicher aus als die Kreisgleichung. Das wäre dann nämlich hier y, wenn ich nach y auflöse, bekomme ich hier c minus x Quadrat und daraus muss ich die Wurzel ziehen und das ist dann gleich plus minus diese Wurzel. Und das sieht nicht so schön aus eigentlich wie die Kreisgleichung. Und also weil das so ist, weil eine Differentialgleichung eben auch einfach Kurven als Lösung haben kann, eine parametrisierte Schar von Kurven und ja, das unter Umständen auch die schönere Gleichung ist, bezeichnet man allgemein die Differentialgleichung als gelöst, sobald man es zurückgeführt hat auf eine Schar von Funktionen oder Kurven, die keine Ableitung mehr enthält. Also genau diese Gleichung in der Ebene, die möchte ich bestimmen. Die Gleichung, die die Kurve oder Funktionenschar definiert. Und das ist das Ziel bei der Lösung einer Differentialgleichung. Gut, und dann möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch was sagen zum Anfangswertproblem. Also Anfangswertproblem. Dabei geht es darum, also die Lösung einer expliziten Differentialgleichung der Form, wie wir es hier oben hatten, zu bestimmen. Und zwar zu einem Anfangswert. Also man hat einen Wert gegeben. Das heißt, man hat eigentlich genauer gesagt einen Punkt der Ebene x0, y0 gegeben. Und jetzt besagt ein Satz in der Mathematik praktisch, dass wenn diese Funktion genügend gutartig ist, diese Funktion f hier, das heißt, wenn sie stetig ist und auch nach y differenzierbar, dann gibt es zu jedem solchen Anfangswert genau eine Lösung. Also 1, 1 zu der Lösungsfunktion. Also zu so einem Anfangswert gibt es eben dann nicht nur eine Schar von Kurven, sondern dazu gibt es dann wirklich, also wenn ich hier so einen Punkt x0, y0 habe, dann geht dadurch auch nur eine Lösung der Differentialgleichung. Also zwar genau eine richtige Funktion, y von x. Und genau dieses Anfangswertproblem ist eben, was man in den Naturwissenschaften oft hat. Also da hat man eine Differentialgleichung und die ist eben das Naturgesetz, was man vermutet. Und dann hat man einen Anfangswert und macht einen Versuch und man versucht, die Differentialgleichung zu lösen. Und wenn man das Anfangswertproblem eben lösen kann, dann kann man die Lösung berechnen und mit dem Versuchsergebnis vergleichen, um einen ersten Eindruck zu bekommen, ob dieses Naturgesetz auch tatsächlich stimmt.
Und damit bin ich jetzt beim Ende der Zeit und also tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann tatsächlich auch Differentialgleichungen lösen werden.